So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich Hunger, deswegen muss ich mir was zu essen machen und weil man ja nicht weg kann, weil man ja eigentlich immer nur das, was man da hat, essen muss, ich fange nochmal an, oder? So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der Ramses hat nämlich Hunger und da man ja nicht vor die Tür gehen darf, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, muss ich mich natürlich von dem ernähren, was ich da habe. Und da habe ich jetzt noch was gefunden bei mir im Gefrierschrank, ja? Vegans, was ist das denn? Eine Pizza. Hier steht, die weltweit erste Pizza mit Klimascore. Die weltweit erste Pizza mit Klimascore. Vegans. Guck dir das an. Sieht das nicht interessant aus? Vor allem, ja, einfach mal die Pizza genommen und einfach auf den ganzen Tisch verteilt. Hier auf dieser Tischdecke, diese rot-weiße. Ah, die nein! Gut, Adis. Ich bin behindert, gut. Pizza Vegans auf jeden Fall, was ist das hier? Pizza Tricolore im Holzofen gebacken. Baked in a wood burning oven. 24 Stunden Teigruhe. Steht auch alles hier mit dabei, wenn ihr mal guckt, ne? Tricolore, Holzofen, 24 Stunden Teigruhe. Duff rested for 24 hours vegan. Handbelegt und ein Goldener Preis 2020 von DLG. Was ist da jetzt drauf? Tomate, Mozzarella und... Ja, so komische Blätter. Die weltweit erste Pizza mit irgendwas. Wir drehen es mal rum, wir müssen noch hier irgendwo was finden. Hier steht... Vergiss... Ich kann das nicht lesen, wenn ich durch die Kamera gucke. Vergiss überteuerte Reisen nach Neapel... Vergiss die überfüllte Trattoria ums Eck. Mit der Vegans Pizza Tricolore gibt's La Dolce Vita jetzt im Handumdrehen. Knusperdünner Boden, cremiger Pizzaschmelz und eine fruchtig aromatische Tomatensoße. Unser Topping, Speziale, fein gehacktes Basilikum sowie eine köstlich weiße Soße. Mit natürlichen Zutaten. Handbelegt und im Holzofen gebacken. Ganz schön bellissimo, oder? Dann haben wir das Ganze nochmal auf Englisch. Das sparen wir uns. Seht ihr, wie delicious das aussieht? Hinten einfach nur, naja. Jetzt haben wir das aber hier. Gibt's im Rewe übrigens, glaube ich. Vielleicht auch woanders, ich weiß es nicht mehr. Haben wir im Rewe gefunden, sage ich mal dazu. Die müssen wir jetzt natürlich noch auspacken. Warum hat er eigentlich eine Kapuze auf? Das sind Fragen, die Welt beschäftigt. Ich glaube, ich mache demnächst sowieso. Ich sammle alle Pizzakartons, die ich jetzt finde, von irgendwelchen speziellen Teilen und knall mir die alle irgendwo an die Wand. Und ich will ja nichts sagen, aber die Pizza sieht richtig doof aus, ja. Ich esse ja viel Pizza und probiere immer alles und jenes, aber... Die sieht von Haus aus schon richtig blöd aus, sage ich mal dazu. Was ist das bitte für ein Boden? Sonst jedes Mal wird geworben. Hauchdünner, zarter, leckerer Boden, aber die ist im Prinzip richtig hoch und fett. Wenn ihr dann auf die Pizza drauf schaut. überall Boden, 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 Boden. Der Boden ragt so weit rein. Der Boden ist eigentlich fast alles so ein richtig großer Bodenfladen. Und dazwischen halt mal hier so Tomätchen und hier so der Käse, ja. Die sieht mir auf jeden Fall einfach ja zu bodenlastig aus. Woanders, da springen die von der Pizza schon fast runter, weil alles so schön belegt ist. Hier habt ihr ein, als ob ihr ein richtig fettes Fladenbrot habt und macht oben ein paar Tomaten draufgelegt, einfach so. Adi, was sagst du? Du schnüffelst schon fleißig? Hat es den Test bestanden, ja? Also Adi leckt am Boden, das, ja, keine Ahnung. Davon wird der Boden auch nicht dünner. Sieht auf jeden Fall anders aus als gedacht. Wenn ich das so sehe, sehe ich, oh, voll genial. Das sieht einfach nur aus wie ein riesen Fladen, aber...
Wir gucken mal, wenn wir es in der Spüle, wenn wir es im Ofen hatten, wie sich das verändert, wie sich das noch aus... Hast es bald, ja? Wie sich das noch ausweitet, wie sich das verändert. Und eigentlich kommt es ja eh am Ende nur auf den Geschmack an. Ich weiß, für Pupsi wäre das wieder mal gar nichts. Weil Pupsi wieder sagt, das ist mir zu viel Boden. Die nimmt in der Mitte dann ein Stück raus und das war's. Die packen wir jetzt in den Ofen und dann gucken wir gleich, ob die vielleicht noch besser wird als jetzt. Denn, weiß ich nicht, der Anblick, das Auge isst doch mit und der Adi isst auch mit. Sehr schön. Toll. Jetzt war ich 5 Sekunden weg, damit die Pizza fertig ist und plötzlich ist die Welt untergegangen und es ist einfach nur arschdunkel. Das heißt, man sieht jetzt einfach überhaupt gar nichts mehr, oder? So sieht die Pizza jetzt auf jeden Fall aus, wenn sie fertig ist. Und ich muss sagen, es ist nicht so viel besser geworden. Es sieht für mich trotzdem so aus, als wäre das wirklich 90% einfach nur Teig und 10% mal was anderes. Also hat auf jeden Fall einen etwas dickeren Boden, was ich so überhaupt gar nicht kenne von der Tiefkühlpizza. Und Belag sollte jetzt auch nicht so heftig sein vom Geschmack. Soll ja alles vegan. Wir machen mal kurz das Licht an, ja? Hui! Da, seht ihr das Licht? Und seht ihr den Adi, wie er schon wieder auf dem Schrank sitzt? Adi! Dann halt nicht. Adi, Adi Schatz, du kannst dich nicht verstecken. Ich werde dich kriegen. Okay, oder auch nicht. So. Ja, der Adi, der beobachtet zu lange die Leute, die da draußen das Zeug kaputt machen. Wir setzen uns jetzt auf jeden Fall hin, probieren diese köstliche Pizza, die so lecker und köstlich aussieht. Zieht euch die mal rein. Pizza Veganz. Pizza Tricolore, was will man mehr? Den muss ich mir wieder aufheben, falls ich mal umziehe, dass ich mir die Wand tapezieren kann. Wie macht man das denn? Wie hat man denn hier am besten Licht? Ich sitze schon extra vorm Fenster in der Hoffnung, dass mich das anstrahlt. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein Stückchen, ne? Ihr seht, hier habt ihr ein bisschen Käse vorne drauf, die dampft auch noch ein bisschen, da ist ein bisschen Tomate. Dazwischen sind hier diese langgezogenen weißen Würmer. Weiß nicht, ob das nochmal Käse sein soll oder was anderes. Wo ist überhaupt das? Was haben die geschrieben? Basilikum? Nee, weiß ich nicht. Irgendwas wollten sie auf jeden Fall draufpacken und weiße Soße. Vielleicht ist das ja die weiße Soße und gar nicht der Käse. Jetzt setzt der Adi sich auch noch vors Fenster, dass noch weniger Sonnenlicht reinkommt, es noch dunkler wird. Ja, probier auf jeden Fall erstmal den Rand. Schmeckt nach Rand. An der Seite schmeckt es nach Rand mit Käse. Okay. Aber hätte ich mir auch ein weißes T-Shirt anziehen sollen. Für die Sache. Also der Rand auf jeden Fall halt wirklich sehr trocken. Viel zu viel Rand, viel zu hoch, viel zu breit. Wir probieren jetzt mal in die Spitze. Ist etwas tomatig, okay. Schmeckt aber trotzdem irgendwie latschig. Ich glaube, da fehlen mir wieder heftig die Konservierungsstoffe für einen guten Geschmack. Jetzt kommen wir aber zu dem Stück mit Tomate und Käse. Macht auf jeden Fall etwas mehr Geschmack, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ihr euch einfach eine Pizza Margherita kauft und esst die, habt ihr sozusagen fast dieselben Geschmäcker. Einfach, obwohl da nicht mal Tomate und Mozzarella drauf ist. Aber Tomate und Mozzarella sind jetzt nicht die größten Geschmacksträger, ja. Also kann man mal essen, kann man mal probieren. Aber ich glaube für den Preis, ihr wisst, so veganes Zeugs von so extra Firmen, die in ihrem ganzen Leben eine Pizza auf den Markt bringen und dann untergehen und nie wieder was von denen gehört wird, würde ich trotzdem davon abraten, das wird jetzt kein Verkaufsschlager, denke ich mal. Die ganzen Brigitte-Leserinnen werden zugreifen, werden sagen, och, endlich mal eine Pizza für uns, ne. Ah,
Ja, was ist denn, Adi? Alles wird gut, fühl dich nicht beobachtet. Die Brigitte-Leserinnen werden sich freuen, aber... Die amerikanischen Legends, die waren richtig gut. Und selbst die Döner-Style hat gepasst. Die Chili con Carne-Style war auch richtig nice. Aber so, weiß ich nicht. Da fehlt halt irgendwas. Beim Adi ist es egal, der Adi isst eh alles. Also dem Adi, den kannst du einfach eine Schuhsohle hinlegen, der isst die auch. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal rein. Wenn ihr die auch hattet, schreibt es mal rein. Oder wollt ihr die auch mal probieren? Seid ihr so richtig vegan unterwegs? Wir essen das jetzt noch auf. Wir werden uns die, glaube ich, teilen, so wie das aussieht. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.